Herzlich willkommen zu Cash TV. Im Rahmen des 9. Cash-Branchengipfels Sachwertanlagen diskutieren wir heute mit Asset-Managern und Vertrieben die Perspektiven der Beteiligungsbranche. Ja, dann würde ich sagen, ich starte mit der ersten Frage. Die kam an Herrn Thies tatsächlich von einem Leser. Und ich lese die Frage einfach mal so vor und formuliere sie dann möglicherweise auch mal ein bisschen um. Aber die anderen können sicherlich auch dazu Stellung nehmen, aber sie ist zunächst mal tatsächlich an Herrn Thies gerichtet. Und zwar, inwieweit befürchten Sie eine Verlagerung von Wohnbauvorhaben außerhalb der 7a-Städte, da hier immer mehr die Grundstückspreise verdorben sind und auch Projektentwickler daher in weitere Regionen ausweichen, die gegebenenfalls nicht so nachgefragt sind? Eine Frage, die, glaube ich, sehr viele Teilfragen in sich trägt. Ich würde das mal ein bisschen aufgliedern. Immobilienblase, ja, nein. Und in der Konsequenz daraus, was heißt das für uns, unsere Investments, beziehungsweise dann in dritter Ebene dann auch für unsere aufgelegten oder zukünftigen Investments. Ich weiß nicht, wie lange wir Zeit haben. Ich versuche es jetzt mal kompakt zusammenzutragen. Also eine Immobilienblase sehen wir nicht, wenn alle Experten gerne da auch sich über mögliche Chancen, über mögliche Risiken unterhalten, sehen wir eher die Chancen des Marktes. Wir sind deswegen Freunde des Wohnimmobilienmarktes, weil es ein sehr gut prognostizierbarer Markt ist. Wir sehen keine Auswüchse in der Finanzierungstätigkeit. Wir sehen hier wirklich tatsächlich eine strukturelle Nachfrage und das Angebot an sich kommt nicht hinterher. Und insofern sehen wir nicht nur jetzt, sondern auch auf mittelfristiger Sicht da keine Umkehr dieser Angebots-Nachfrage-Kurve und insofern wird der Druck auf die Preise sicherlich hoch bleiben. Was heißt das für unsere Investments? Wir haben im Konzernhintergrund natürlich so eine charmante Situation, dass wir auf die Projektpipeline unseres Mutterkonzerns, die Isaria Wohnbau AG, zurückgreifen können und diese Pipeline wurde ja in den letzten 8 Jahren aufgebaut. Die beträgt jetzt bis ins Jahr 2026 fast 3 Milliarden Euro Verkaufsvolumen. Also insofern haben wir da an sich schon reichlich Projekte initiiert, die natürlich so in den nächsten Jahren peu à peu auch unsere Finanzierungsmittel benötigen. Aber klar, zugegebenermaßen, jetzt Neuakquisitionen in den 7a-Städten, das ist nicht leicht. Und auch da sind natürlich die Preise gestiegen, das wissen wir hier, glaube ich, alle. Man muss sich da natürlich so ein bisschen von der Masse abgrenzen. Die Isaria selbst an sich aus der Sicht unseres Mutterkonzerns konzentriert sich auf sehr große Projekte, also 100 Wohneinheiten und mehr, das können schon erstmal nicht so viele Projektentwickler. Auf der anderen Seite wählt die Isaria gerne auch etwas komplexere Projekte, also auch wirklich große Quartiersentwicklungen, wo alte Gewerbe brach, wirklich umgewidmet werden, langwierig. Und insofern haben wir da letztendlich schon eine Situation, dass da nicht 150 Projektentwickler bei einer Ausschreibung einer Liegenschaft mitbieten, sondern wir einfach eine begrenzte Zahl der potenziellen Interessenten haben. Und insofern hat die Isaria selbst auch in diesem Jahr in Stuttgart, in München weitere Projekte akquiriert. Aber es ist auch kein Geheimnis, dass auch wir uns attraktive B-Standorte anschauen. Auch wenn wir da jetzt selbst nicht investieren, aber ich möchte das nicht 100% ausschließen, dass das auf mittelfristiger Sicht dann auch noch ein Thema wird. Und dritte Ebene, was heißt das jetzt für unsere aktuellen und vielleicht zukünftigen Investments? Wir sind aktuell voll investiert in der Projektpipeline der Isaria. Ich habe es erwähnt, da haben wir jetzt auch noch für die nächsten Jahre reichlich zu tun. Insofern freue ich mich eher, dass ich auf sozusagen die stillen Reserven auf der Vergangenheit aktuell aufbauen kann, im wahrsten Sinne des Wortes. Okay, das schließt sich eine weitere Frage an, die wir bekommen haben, die sehr allgemein gehalten ist und vielleicht auch von den anderen Immobilienanbietern beantwortet werden kann. Die ist ziemlich kurz, nämlich wie werden sich die Immobilienpreise entwickeln die nächsten 5 bis 10 Jahre? Herr von Hochberg. Ja, ich gehe mal davon aus, dass die Immobilienpreise weiterhin ansteigen werden. Und ich sehe da keinen Grund, warum das erstmal nicht so sein wird. Das ist natürlich, also die Immobilienblase ist ja auch immer so eine Frage, was für eine was für einen Immobilienmarkt meint man denn da? Wir haben ja allein in Hamburg zig Immobilienmärkte, wo natürlich eine einzelne Straßen zum Teil vielleicht etwas überbewertet sein sollten. Auch hier gehen manche
Stadtteile vom Preis eher ein bisschen runter bzw. stagnieren. Aber insgesamt glaube ich, dass es eher anzieht. Okay. Herr Freudenberg, Sie sind ja auch mit Immobilien unterwegs. Blase oder nicht? Also ich sehe nach wie vor keine Blase. Man muss ganz klar sagen, das Zinsniveau ist extrem niedrig, die Liquidität extrem hoch, die Nachfrage bleibt nach wie vor getrieben, vor allem nicht nur aus Deutschland, sondern international. Und von daher ist jetzt über einen kurzfristigen Zeitraum, ich sage mal auch bis 5 Jahre, das nicht zu sehen, allerdings über 5 Jahre hinauszuschauen, ist eben fast unmöglich, ist der Blick in die Glaskugel. Aber im Moment sehen wir halt, die Preise sind sehr stabil, immer noch weiter ansteigend. Und je hochwertiger die Lage ist, werden Faktoren bezahlt, wo wir vor Jahren noch nicht geglaubt hätten, dass man bereit ist, über 70- bis 90-fache zu reden in Münchner Spitzenlagen. Also das sind Preise, die gezahlt werden. 70 bis 90? Klar, Maximilianstraße. Das sind also Lagen, ja. Hätte man vor Jahren nicht geglaubt, dass ein Mensch für einen solchen Preis bereit ist, eine Immobilie zu kaufen. Aber gibt es. Okay. Herr Weber, würden Sie zu dem Faktor kaufen? Die Frage habe ich nicht erwartet. Weder privat noch in die KG ist der Faktor kaufen. Das ist auch eine ganz allgemeine Frage. Wenn ich dann jetzt ein Objekt habe, was natürlich ein Mickey-Maus-Miete ist, zum jetzigen Marktumfeld, und wird sich so ein Faktor auf. Ich glaube, der Käufer hat dann was anderes vor, als was wir jetzt da quasi gerade einkaufen. Dann ist das, relativieren sich so die Faktoren wieder. Ich glaube, generell ist es unschwer zu sagen, wo entwickeln sich die Immobilienpreise hin. Ich glaube, es gibt so viele Facetten von Immobilien, ob es Boden, ob es Bürothema ist, ob es Logistik ist, ob es Hotel ist. Die Frage ist, ob das Niveau, was wir gerade eben sehen, sich langfristig auf der Ebene hält. Ja? Und solange wir keine steigenden Zinsen sehen, wird das wahrscheinlich der Fall sein. Also der Kunde hat ein relativ überschaubares Rückschlagpotenzial oder Verlustrisiko in dem Sinne. Das würde ich unterschreiben. Und ob die Immobilie zumindest noch mal weiter sich verteuert, die Nachfrage noch mal mehr steigt, hängt von den wirtschaftlichen Faktoren ab. Wenn man auf das Bürosegment sieht, ja, in Deutschland stört der Motor momentan etwas. Aber wir haben die niedrigsten Leerstandsraten europaweit im Bereich des Bürosegments. Wir haben unheimlich hohe Nachfrage, wir haben fast keine Flächenangebote, aber ein bisschen Volumen. Wir haben unheimlich wenig Bauaktivität. Das ist eher im Wohnbau verlagert. Ja. Von daher für das Segment ist es ein klares positives Votum. Die Nachfrage wird auch in den nächsten Jahren da sein, sodass das eher mit einer leicht steigenden Tendenz zu sehen ist. Wenn man jetzt auf den Bereich der Einzelhandel-Shopping gehen würde, ja. Ich glaube, dass hier die Welt mit digitalen Absatzstrukturen etc. anders aus. Wenn ich auf Shoppingcenter blicke oder Freistreet-Formate, im Nachversorgung im Food-Bereich wiederum nicht. Also das kennt, glaube ich, jeder, der ab Freitagnachmittag im Lidl oder Edeka seines Vertrauens steht. Da habe ich nicht das Gefühl, dass die Nachfrage gesunken ist, wenn er an der Kasse wartet. Aber das ist, halt, das ist zu vielschichtig, um diese Frage so allgemein zu beantworten, wie die Reise in der Immobilienpreis. Herr Schütz, Sie sind auch mit Immobilien beschäftigt. Wie sehen Sie die künftige Entwicklung? Es ist tatsächlich, glaube ich, schwierig, in die Glaskugel zu schauen. Auf der anderen Seite ist eines sicher. Also was wir gesehen haben, ist, dass durch die letzten Zinssenkungen zum Beispiel die Märkte deutlich schneller reagieren, als sie das vielleicht noch vor einiger Zeit getan haben. Weil ja auch der Handlungsspielraum und die Möglichkeiten, noch zu adjustieren, immer geringer werden. Wenn wir irgendwann dann über Negativzinsen sprechen für Privatanleger, die EZB hat sich fast jeglichen Spielraum bis dato fast schon genommen, selbst noch regulierend einzugreifen. Das heißt, ich glaube, da wird sich sicherlich noch was tun. Wir sehen das selbst auch bei unseren Hotels. Hier kann man alle halbe Jahre seine Preistabellen neu ordnen. Aber ich glaube, es wird irgendwann eine natürliche Obergrenze geben, ab der die Risikoprämie für ein Immobilieninvestment schwierig wird umzusetzen, nach unten hin. Okay. Ja, wir haben dann als nächstes eine Frage, die im Gegensatz zu der vorherigen sehr, sehr ausführlich ist. Hat uns Herr Rudolfi geschickt, Wolfgang Rudolfi von Eukona Immofinanz. Kann ich alles gar nicht vorlesen und vortragen hier. Ist überschrieben mit der Frage, wer schützt aktiv die Finanzanlagenvermittler? Und er beschwert sich unter anderem, oder was heißt beschwert sich, er weist darauf hin, dass die Vermittler eigentlich immer in die Verantwortung genommen werden, wenn irgendwas schiefläuft, dass sie hohe Anforderungen an die WP-Testdate, Kostengeld, Blindpool
und so weiter. Erfolgreiche Firmen werden wieder begrenzt. Soll also bedeuten, dass unter Umständen Blindpools verboten werden sollen. Und er erwähnt auch die Blockchain-Technik und tokenbasierte Emissionen, die am Ende dazu führen, dass er seine Zulassung. Nee, das war ein anderer Leser. Er will nur wissen, wer schützt die Finanzanlagenvermittler. Frau Hertwig. Ich würde sagen, das ist eigentlich eher eine Frage, die er an seinen Verband richten muss an der Stelle. Denn der hat die Aufgabe, die Interessen der Vermittler an der Stelle, ich sag mal, mit entsprechender Lobbyarbeit zu vertreten und an der Stelle auch, ich sag mal, öffentlich zu machen. Ansonsten ist sicherlich richtig, was er schreibt, das hat er aus der Vergangenheit heraus. An der Stelle der Vermittler sicherlich immer derjenige ist, der als erstes im Fokus steht, wenn was schiefläuft. Das sehen wir an den vielen Klagen aus der Vergangenheit. Aber ich kann den Vermittler nicht schützen. Vielleicht tut es nachher die Regulierung oder wenn man gleiche Transparenz hat, dass man an der Stelle eben auch in der Öffentlichkeit für den Vermittler ein positives Bild zeigt. Ich glaube, auch das Entscheidende ist für so einen Vermittler wirklich eine Plausibilität, egal ob man sich einem Haftungsdach oder auch einem Pool unterwirft, nochmal eine persönliche Plausibilität eines jeden Produktes, was man anbietet, zu machen, um wirklich dann auch das zu dokumentieren, um später eben, wenn es dann mal den Fall der Fälle gibt, dann auch gewappnet zu sein. Das Thema ist, manche machen sich da einfach auch zu leicht und können eben auch, wenn es mal zu einem negativen Ergebnis kommt, entsprechend auch nicht die notwendigen Informationen vorlegen. Und für mich kommt es eben dann darauf an, eben auch wirklich die richtigen Produkte auszuwählen, die eben auch ihm die Sicherheit geben, dass nach allen erdenklichen Möglichkeiten eben dann später Probleme ausgeschlossen werden. Also es ist viel vorne an, auch in der Verantwortung der Vermittler, eben auch wirklich Produkte auszuwählen, nochmal eine eigene Plausibilität zu machen, sich nicht immer nur auf Dritte zu verlassen, was man muss teilweise, aber trotzdem auch wirklich Prospekte lesen und um zu wissen, was man dort eben platziert. Ich glaube, Herr Rudolphi bemängelt ja auch ein bisschen diese ungleichgewichtete Chance-Risiko-Verteilung. Also, und ich glaube, da kann man durchaus auch bei uns als Produktanbieter ansetzen, dass wir einfach, wir hatten es vorhin schon in der Runde, Konzepte installiert, wo es ein Eigenengagement eines Anbieters gibt, wo einfach tatsächlich wirklich Anbieter, Produkt und Vermittler und Kunde natürlich in die gleiche Richtung ziehen. Insofern, glaube ich, kann man auch da sicherlich in der Produktgestaltung und andersherum der Vermittler in der Produktauswahl dann sicherlich weiterhelfen. Ich glaube auch, dass die Regulierung weiterhilft, weil es gewisse Prozesse standardisiert. Und auf der anderen Seite, das sehe ich als Herausforderung an mich als Produktanbieter, ist natürlich auch Transparenz zu schaffen. Also ihm eine Plausibilitätsprüfung so leicht wie möglich zu machen. Und da reicht es nicht nur, den Prospekt zur Verfügung zu stellen und Marketingunterlagen, sondern weitergehende Informationen und auch über eine Leistungsbilanz hinausgehend. Prüfunterlagen, externe Plausibilitätsprüfung, einfach wirklich ein großes Repertoire an die Hand zu geben. Das ist immer noch keine Garantie, dass dieses Produkt dann funktioniert, aber ich glaube, er hat für sich dann alles Bestmögliche getan, um sich da so ein bisschen aus der Schusslinie zu nehmen. Ja, Herr Rehl. Es liegt erstmal am System, ja? Weil es rechtlich am einfachsten ist, für den Anwalt, den Vermittler auf der Beratungsklage eben laufen zu lassen. Das kann er standardisiert abarbeiten. Ja? Also das ist erstmal, es ist nicht so, dass er gezielt eigentlich der Schlechte ist oder der Böse ist, aber es ist das Einfachste, den Vermittler zu verklagen, noch dazu, wenn er versichert ist. Das ist also auch eine hohe Chance eben, dass man was bekommt, ja? Wenn man da Beratungsfehler nachweist. Und da kann er sich tatsächlich wirklich nur schützen. Also es muss er auch selber tun. Ja? Also es ist hier schon angeklungen, ja? Indem er erstens wirklich sich die Produkte genau anguckt, auch wirklich versteht, was er dort verkauft,
Also ich sage immer, es muss ein guter Anbieter sein, ja, der mit einem guten Berater ein gutes Produkt zu einem Kunden bringt. Ja. Und beim Kunden ist, glaube ich, kampfentscheidend, dass man wirklich dem Kunden auch die Risiken offenbart und das Geschäft auch nicht macht, wenn der Kunde es nicht haben will. Ja. Also da ist, glaube ich, auch noch so ein ganz entscheidender Punkt, wo immer eine Fehllenkung eintritt, dass man in der Vergangenheit sehr produktorientiert losgelaufen ist und gesagt hat, das ist jetzt mein Lieblingsprodukt, das drücke ich jetzt in Anführungsstrichen, ja, also stelle ich jedem meiner Kunden vor. Und das wird sich ja durch Geeignetheitserklärung und ähnliche Dinge ändern. Ja? Also es wird jetzt ja deutlicher in die Richtung kommen. Insofern hilft da auch die Regulierung, dass auch der Vermittler sich bei dem Kunden Gedanken machen muss, ob das zu ihm passt. Ja? Und da ist er immer angreifbar gewesen. Ja? Also es sind ja genau diese Fälle. Ich will jetzt nicht von den Fällen reden, dass es inzwischen ein Anwälte-Geschäftsmodell ist, dass hinterher Beratungsgespräche fingiert werden durch die Anwälte mit den Kunden zusammen, ja, die so nicht stattgefunden haben. Und was man auch nicht vergessen darf, ist, die überwiegende Zahl dieser Prozesse wird nicht gewonnen. Die erzeugt zwar für alle Stress, ja, und es ist, geht immer so die Mehr um, dass der Vertrieb so schlecht ist und so. Also wir haben wirklich ganz wenige Fälle, die wirklich gewonnen werden. Also Urteile haben wir ganz, ganz wenig. Wir haben relativ viele Vergleiche, das liegt aber auch ein bisschen an den Gerichten, ja. Aber wir haben also sozusagen das Ergebnis, dass Prozesse geführt werden, dass der Vertrieb Mist macht. Das gibt es nicht. Das ist nicht vorhanden, ja. Und ich glaube, das, was jetzt sehr schmerzt, ist, den Vertrieb ist das wertvollste Gut des Vertriebes, ist der Kunde. Und er verliert in jedem Fall immer den Kunden, ja, wenn sowas eintritt. Aber das wird nicht durch das Produkt unbedingt nur ausgelöst, sondern auch durch diese Anwälte, die dann die Kunden anschreiben und denen eine Option geben, an die die gar nicht gedacht haben. Ja. Und auf der anderen Seite, da bin ich hier nochmal, was die Anbieter angeht. Ich glaube eben, die Verantwortung endet nicht mit Schließung des Fonds, sondern sie endet mit dem Produkt, wenn es dann gelaufen ist. Ja? Das heißt, die Anbieter müssen deutlich unterstützen an dieser Stelle, ja? Was jetzt Produktqualität, Assetmanagement, Inhalte, Kommunikation, auch in Krisensituationen und so angeht. Da kann man eine Menge heilen. Ja? Also wenn ich aktiv auf den Kunden zugehe, wir haben ja solche Fälle auch im Moment, auch bei IF, sagen wir Flugzeuge oder so, ja? Wenn ich da aktiv auf den Kunden zugehe, ihm das erkläre, dann komme ich nicht in diesen Engpass rein. Und ich glaube, da kann der Vertrieb sich auch schützen, indem er da gut kooperiert mit den Anbietern. Wenn es gute Anbieter sind. Und ich würde auch meine Auswahl danach treffen. Ich würde einen Anbieter ausselektieren, der mich nicht unterstützt im Krisenfall. Ja. Okay. Herr Fritsch, jetzt nochmal. Ich habe dem nichts mehr im Wesentlichen zuzufügen. Okay. Wir haben ja heute Morgen auch schon ein Update bekommen, was FinFMV und so weiter angeht. Und man sieht ja, dass der Vertrieb dort auch ernst genommen und berücksichtigt wird, dass da auch mit Augenmaß vorgegangen wird. Und ich kann Sie nur unterstützen, was Sie ausgeführt haben. Wir als Produktanbieter haben die Herausforderung und die Verantwortung, den Vertrieb mit zu involvieren in die Produktgestaltung, wenn wir was Neues auf den Markt bringen. Aber mein Eindruck ist schon auch bei der Regulierung, dass eben die Interessen von Herrn Jacobi durchaus gehört werden und auch mit Augenmaß. Also man kann zusammenfassen, die Regulierung, über die der Vertrieb ja auch vielfach sich beschwert und jammert, schützt ihn auch. Schützt ihn, weil die Produkte besser geworden sind und rechtssicherer geworden sind, weil jeder Vertrieb eine Versicherung hat, die er im Zweifel auch einsetzen kann, die dann auch bezahlt, auch wenn er sich das Theater einhandelt. Und es kommt jetzt ja noch ein bisschen Regulierung dazu. Und da haben wir heute Morgen ja schon drüber diskutiert, was dann auch auf den Vertrieb aus seiner Sicht vielleicht zukommt, aber vielleicht auch positive Auswirkungen haben kann. Das ist nämlich die geplante BaFin-Aufsicht über die freien Vermittler, die ja nochmal die Branche aufwerten kann. Und Frau Hertig hat auch heute Morgen uns gesagt, wie wenig das eigentlich kosten wird für den einzelnen Vermittler. Wenn Sie das nochmal sozusagen mal wiederholen könnten, dass wir auch dann die Sorge nehmen, dass die Regulierung den Vermittler finanziell komplett erdrückt. Ja, das mache ich gerne an der Stelle. Also das sind ja auch nur Schätzwerte, aber es wird eine Umlage der BaFin an die Vermittler geben. Und die Schätzwerte gehen davon aus, im Moment, dass jedenfalls, was ich vernommen habe, dass die BaFin etwa 75 Personen aufrüsten muss. Und ich war bei der BaFin und sie ist auch dabei, an der Stelle schon entsprechende Persönlichkeiten zu suchen. Und wenn man dann davon ausgeht, dass es eben etwa 38.000 Vermittler geben wird, die dann unter die BaFin insgesamt gestellt werden, mit Haftungsdächern, also nicht alle einzeln, aber dann werden das, Max sagt nochmal so, 480 Euro pro Anno haben die ausgerechnet,
für jeden Vermittler geben. Und wenn man das dagegen überstellt, dass dann, ich sag mal, keine Prüfung mehr erfolgen muss über die FinFanV durch den Abschlussprüfer, dann denke ich, dürfte das weniger sein als die Prüfung nach der FinFanV für die Vermittler. Okay. Wobei, wenn jetzt eine BaFin-Prüfung durchgeführt wird, dann muss der Vermittler ja nochmal extra bezahlen, ne? Ja, für diese Prüfung. Aber das ist ja zweigestaffelt. Für die Vertriebsgesellschaften ist es 6 Monate nach Inkrafttreten. Und für die kleineren Vermittler, für die kleineren Häuser, ist das nach Bedarf. Also das wird dann im Zeitraum von 3 bis 5 Jahren sicherlich die Vermittler einmal treffen. Okay. Gut, dann war hier auch noch angesprochen, die Token, Blockchain-Technik und tokenbasierte Emissionen machen den Vermittler überflüssig. Oder überhaupt Digitalisierung. Hatten wir auch heute Morgen schon drüber gesprochen. Ist das wirklich so? Kommt der Markt ohne den Vermittler aus oder will der Markt überhaupt ohne den Vermittler auskommen oder ist das vielleicht einfach nur eine Technik, die ihn auch unterstützt? Ich habe ja vorhin schon gesagt, das Geschäft lässt sich ohne den Vermittler nicht machen. Das ist unsere Erfahrung aus der Digitalisierung. Vielleicht so ein kurzer Satz, den ich im Rahmen von Digitalisierungsgesprächen gehört habe, den ich sehr gut finde, ist eben, Vertrauen lässt sich nicht digitalisieren. Ja, und das kann auch ein Token nicht ändern. Und wir haben hier sehr erklärungsbedürftige Produkte, die Informationen brauchen, wo der Kunde auch Fragen zu hat, die er auch beantwortet haben soll, qualifiziert. Und dieser Teil ist auch individuell jetzt mit der Regulierung eben Geeignetheitsprüfung auf den Kunden bezogen. Das ist eigentlich technisch gar nicht zu erledigen. Davon ab, dass das Klientel im Moment eins ist, das ein Alter hat, dass dieser Technik gar nicht offen gegenübersteht, in dem Umfang, wie man es machen müsste. Ja, also wir haben ja über Identifizierung gesprochen, Kamera und so weiter, das wird einfach gar nicht angenommen. Ja. Also ich denke im Gegenteil, das kann eine Hilfe sein für den Vermittler, weil er Beratungsprozesse digital abbilden kann, die sind dann sauber, die sind strukturiert, die sind lückenlos, ja, bis hin zum Tracking in so einer Geschichte, aber er wird nicht ersetzt werden können, kann ich mir nicht vorstellen. Also wir haben ja schon das erste Produkt unter der Blockchain rausgebracht, haben gemerkt, dass die Kunden, und das sind auch im Schnitt 51-Jährige, die bei uns zeichnen, das im Prinzip völlig egal finden, ob das, was für einen Rahmen dieses Produkt hat. Ich kann da wirklich nur beipflichten, wir brauchen weiterhin den Vertrieb draußen, wir brauchen jemanden, der beim Kunden ist, der ihn berät, der ihm zeigt, was das richtige Produkt ist. Auf den können wir nicht verzichten. Nichtsdestotrotz ist die Digitalisierung und dann die Tokenisierung auch eines Produkts einfach eine Hilfe für ihn. Das ist eine Hilfe für den Kunden, das ist eine Hilfe für den Vertrieb draußen und darauf werden wir nicht verzichten. Das soll einfach nur den Vertrieb draußen unterstützen. Das ist ja auch so ein Punkt, den glaube ich viele noch nicht so richtig verstanden haben, was eigentlich so ein Token ist. Also ich habe das ehrlich gesagt auch noch nicht wirklich durchdrungen. Der wird ja auch, ist ja eigentlich ein Berechtigungsschein. Und das, was Sie als Token-Emission vorgenommen haben, ist ja ein Wertpapier. Wertpapier-Prospekt, wo Sie nur sozusagen diese Technik einsetzen, um die Übertragung zu vereinfachen. Und das ist einfach eine Technik, aber es ist eigentlich kein Produkt. Ne? Der Token. Also wir nutzen die Blockchain, die dahinter ist, dieses dezentrale Netzwerk, um eben komplett digital zu sein und nicht mehr die Bank als Verwahrstelle zu nutzen. Das macht es sehr viel günstiger, das ist sehr viel schneller, das ist sicher und somit auch für den Kunden einfach sehr viel besser. Deswegen wollen wir komplett digital werden damit und nutzen dann eben nicht mehr die alte Welt. Den Blockchain jetzt komplett zu erklären, das geht schon. Aber letztendlich muss man festhalten, es ist kein neues Produkt, es ist eine neue Technik. Das ist eine Technologie. Und die Token können Sie ja frei definieren an der Stelle. So, das ist wirklich nur, das ist das digitale Wertpapier. Ganz genau. So, das war bisher ja nicht möglich, so, weil es immer über eine Globalurkunde gehen musste. Aber die BaFin hat ja jetzt ein Schreiben dazu auch erlassen und steht dem sehr offen gegenüber und genehmigt ja auch das digitale Wertpapier an der Stelle. Also insofern, ich glaube schon, dass das Zukunft haben wird, unbedingt, weil es vieles erleichtert einfach auch, schneller macht, Übertragbarkeit, ähnliches. Und
wir haben jetzt auch mehrere bei uns selber im Haus, die auf dieser Basis arbeiten. Okay. Ich denke auch wirklich, dass man das extrem lösen muss, wenn man darüber spricht, von dieser ganzen Bitcoin-Geschichte. Ja? Also das ist im Prinzip der verbrannte Ruf, der dem vorauseilt, hat aber mit der Technologie nichts zu tun. Ja, und das ist, glaube ich, schon so, wie Sie sagen, das ist halt einfach wirklich eine Möglichkeit, die Dinge wirklich zu verschlanken, zu vereinfachen, aber auf eine sichere Weise, das muss man auch sagen. Also der Blockchain ist wirklich eine sehr sichere Geschichte. Das ist besser als ein PIN- oder TAN-Verfahren, das wir haben. Ja, das muss man einfach so zur Kenntnis nehmen. Und das sehen eben viele nicht, weil das durch diese Währungsgeschichten eigentlich im Prinzip einen schlechten Ruf hat, ja, durch dieses Spekulative, was da vorher passiert ist. Herr Rieth, wir gucken so. Ich schließe mich wieder mal einen Vorredner an. Okay. Ja, wir haben noch eine weitere Frage, die auch, glaube ich, Expogo im Zentrum sieht. Ja, aber nicht an Expogo gerichtet ist. Nee, das ist richtig. Habe ich auch nicht gesagt. die heißt, wie weit zieht Expogo das Kapital von anderen klassischen Fondsprodukten weg und ist die Beliebtheit des Crowdfundings für die alte Branche spürbar? Herr Weber. Kenne ich die Marktdaten zu wenig, um da jetzt wirklich aussagen, weil der Kapital abgezogen wird. Ich würde das fast verneinen, weil es der Marktauftritt, zumindest Richtung Endkunden, als digitaler Vertriebskanal von der alten Branche, die Sie gerade sprechen, nicht bedient wird. Das hat keiner, glaube ich, dort festgestellt. Die digitale Zeitungsstrecke, um hier direkt Kunde beim Unternehmen zu werden, sondern der Berater steht im Vordergrund. Gerade noch deutlich gesagt, ohne den Berater läuft de facto fast kein Absatz, kein Qualitative in der alten Welt. Insofern glaube ich das nicht, dass da Kapital abgezogen wird. Das ist ein zusätzliches Geschäft oder ein Geschäftsfeld, was Expo da als einer der größten den Marktbereich da besetzt. Hat seine Berechtigung, wenn die Absatzzahlen deutlich sind. Und war anfänglich, glaube ich, der Ersatz des klassischen Mezzanin-Kapitals der Projektentwickler, der den Zugang für Provider näher geschafft hat. Also ich glaube sogar, dass es eine Hilfe ist für den Markt. Ja? Weil einfach durch den Traffic, der da ist und die Informationen, wird einfach deutlich mehr nochmal auch auf Sachwerte hingewiesen. Die Kunden können kleinteilig zeichnen, das ist ja auch für eine Diversifikation ganz wichtig. Ja? Und wir sitzen da nicht in dem Zwang, nehmen wir mal so ein Single-Asset-AIF, wo ich 20.000 abholen muss beim Kunden, da muss ich auch schon sehr speziellen Kunden finden. Ja? Also das hilft und wie gesagt, das ist auch eine gewisse Werbung für den Markt. Also ich glaube eher, dass es sich gegenseitig fördert. Ja? Sind halt unterschiedliche Verpackungen und Angebote, die hier ja generell am Tisch sitzen. Ja? Und da muss man halt gucken, dass es immer zu dem Kunden passt, den man da hat. Ne? Was vielleicht bei uns ganz kurz dazu ergänzt, weil ich ja einen sehr, sehr ähnlichen Kurzläuferansatz pflege. Also wir merken keine Verlagerung der Platzierungsvolumina. Wir haben seit 4 Jahren steigende Absatzzahlen und ich muss auch sagen, ich freue mich über den medialen Auftritt, weil letztendlich der Investitionsansatz dahinter dann einfach auch leichter erklärt werden kann, weil nicht nur wir diese kreative Idee dieser Projektfinanzierung im Wohnimmobilienbereich verfolgen, sondern letztendlich da auch andere Anbieter auf diesen Trichter kommen. Ich will noch einmal ganz kurz erwähnen, ich habe das Gefühl, dass diese letzten beiden Fragen eigentlich beide in diese Richtung gehen, dass der originäre Vertrieb Angst hat, dass er bald kein Geschäft mehr machen kann. Und da bin ich überzeugt, wir sind in so turbulenten Zeiten, wir brauchen Beratung, ich bin überzeugt, dass wir ein Nachwuchsproblem bei den Beratern haben, also insofern. Ich glaube, Finanzdienstleister sind heutzutage oder Finanzberater sind heute nicht schlecht beraten, Finanzberater zu bleiben. Das nur nochmal. Also ich muss ganz ehrlich sagen, man sieht ja auch, welche Bedeutung Expo für den Markt hat, dass sie auf jedem Podium sind. Also man muss sagen, es gibt keine Veranstaltung heute mehr ohne Exporo, muss man fairerweise einfach anerkennen. Es ist ein Marktteilnehmer, den wir wahrnehmen, den wir auch sehr genau beobachten, auch mit seinen Lösungen, die er anbietet. Aber ich glaube, er nimmt uns nicht das Kerngeschäft weg, weil wir haben eben alle unsere gewachsenen Vertriebsstrukturen und wir werden weiterhin eben auch unsere alternativen Investmentfondskonzepte anbieten. Aber wie gesagt, wir werden genau beobachten, was der Wettbewerb macht. Und wir sehen ja auch anhand von Wettbewerben aus dem alternativen Investmentfondsbereich, auch aus dem Bereich südlich von München, ein Initiator, der auch ein enges Konzept, also wo gemeinsam auch an Lösungen gearbeitet wird. Also das Thema verschmelzt sich dann auch wieder so ein bisschen in der Branche, muss man einfach auch anerkennen. Deswegen
Augen auf, gucken, was gemacht wird und dann eben die Qualität, die wir gewohnt sind als alternative Investmentfondsanbieter, durchzuziehen, aber das nicht aus dem Auge zu verlieren. Ich kann für die Dr. Petersgruppe auch nicht feststellen, dass wir in irgendeiner Form dort eine Konkurrenz haben, sondern es ist auch aus unserer Sicht eher eine Bereicherung, weil es eben auch ein zusätzliches Produkt ist. Es führt auch dazu, dass man sich vielleicht mit dem Thema Immobilienanlage noch ein bisschen intensiver beschäftigt. Man kann auch besser Unterschiede und Gemeinsamkeiten herausarbeiten zwischen den Produkten. Man versteht vielleicht auch ein bisschen besser, warum das eine mit der einen Rendite am Markt angeboten wird und das andere mit einer anderen Rendite. Und letztlich freuen auch wir uns, wenn das Thema Immobilienanlage noch intensiver diskutiert wird. Und insofern herzlich willkommen. Ja, wir sprechen ja auch mit fast allen Häusern hier, ob man sich nicht irgendwie ergänzen kann, ob man nicht irgendwie miteinander zusammenarbeiten kann. Uns ist ganz wichtig, dass wir eben mit anderen Teilnehmern auch Ergänzungspunkte mit ausbauen. Und wie schon gesagt, wir haben ja auch mit Nova Leasing zum Beispiel eine Kooperation und das wird auch weiterhin ausgebaut. Verstehen Sie sich denn? Wir wollen keine Konkurrenten, wir wollen mit allen zusammenarbeiten. Auch mit Banken, also nicht, dass sich das so angehört hat, dass wir nicht mehr mit Banken zusammenarbeiten wollen, nur weil wir nicht als Depotverwahrstelle unbedingt für den Token nutzen oder die digitale Anleihe. Sondern wir wollen gerne ins Gespräch gehen und mit allen zusammenarbeiten. Kämen wir noch in Betracht, dass Sie mal ein AIF tokenisieren und dann mit auf die Plattform? Ich möchte die Leitung schließen. Wir bleiben fest im Immobilienbereich, da werden wir nichts anderes machen, da haben wir unser Know-how. Aber wie gesagt, den Rahmen, den gestalten wir immer wieder neu. Wir haben angefangen bei Crowdinvesting für Immobilien, sind über Crowdlending zur Anleihe gekommen. Jetzt sind wir bei der digitalen Anleihe, nutzen die Blockchain. Ob wir jetzt weitergehen und vielleicht auch mal weiteren Anbieter was anbieten, kann ich im Moment nicht sagen, weil bei uns geht die Entwicklung sehr, sehr schnell. Und deswegen möchte ich nichts ausschließen. Wäre das denkbar, Herr Breth, dass Sie sich Ihr Produkt tokenisieren lassen und über Exploro vertreiben? Finde ich auch nicht grundsätzlich ausschließen, obwohl gerade die Ansage war, dass man bei der ersten Klasse Immobilien bleibt. Aber vielleicht ist Ihre Frage nochmal Impuls, das grundsätzlich zu überdenken bei Expo. Tokenisierung ist ein hochinteressantes Thema, weil es ja im Grunde auch eine Weiterentwicklung dieser Crowdfunding, Crowdlending-Idee ist. Wir sehen, dass Liechtenstein mit dem Liechtensteiner Blockchain-Gesetz war da sehr weit vorne, hat eine sehr hohe Messlatte gesetzt. Wir begrüßen das auch, dass jetzt von BaFin-Seite sich damit auch aktiv beschäftigt wird, weil ich glaube, das ist nicht die Frage, ob es kommt oder nicht, sondern wo es gemacht wird. Und deshalb finde ich das gut, dass man das dort antizipiert und nicht den anderen Nachbarländern dieses Feld freilässt. Wir sehen es ja auch schon, es gibt schon Apps, die Börse Stuttgart ist da sehr weit, was den Handel von Token ähnliches betrifft. Ich glaube aber, das ist noch viel, viel zu früh, darüber nachzudenken, Produkte, die jetzt aus unserer Welt kommen, mit sei es eine Namensschuldverschreibung, sei es ein Nachrangdarlehen, sei es AIF, jetzt schon in die Überlegung zu bringen, zu tokenisieren, ist zwar richtig, aber dass sich das als Vertriebskanal kurzfristig durchsetzt, das sehen wir noch nicht. Also wir hatten vorhin ja schon mal das Thema, wie viele Kunden selbst bei einer digitalen Zeichnungsstrecke offen sind für Video-Ident-Verfahren. Mit dem Wissen glaube ich, dass das noch eine Zeit lang dauert, aber wir werden das erleben. Okay. Herr Ohl, kannst du sich das vorstellen? Ähnliches Feedback eigentlich wie Herr Fred gerade, also als Gedankenexperiment sollte man das auf jeden Fall mal durchsprechen. Und ich sehe es aber ähnlich wie Herr Fred auch aktuell, finde es vertrieblich noch nicht so relevant für uns. Aber Exporo hat mit Ihnen ja ansonsten auch keine direkte Wettbewerbsposition sozusagen. Also ein demokratischer Vertreter von Exporo, gut angenommen hier in die Runde von allen. Und ich kann das auch nur weitergeben. Ich finde das Thema Crowdfunding, das ist so ein bisschen wie auch die Fernsehsendung Höhle der Löwen, ja, dass überhaupt auf eine Art mal das Thema Investitionen in Unternehmen, sei es auch Start-ups jetzt im Bereich von Crowdfunding, überhaupt thematisiert wird. Dann beschäftigen sich die Leute damit.
Und dieser Zugang ist sehr, sehr wichtig und da sind wir Expo auf jeden Fall dankbar. Ja, wir haben jetzt, das ist ja sehr in die Zukunft gerichtet, Tokenisierung und Blockchain. Ja, wir haben jetzt, das ist ja sehr in die Zukunft gerichtet, Tokenisierung ja, so und Blockchain und so weiter. Ja, aber es ist so, dass das... Ich kann nur sagen, auch ohne hier irgendwelche Nennungen zu machen, wir haben eine ganze Menge Produktideen im Haus und Plattformlösungen genau auf dieser Basis und das ist ein sehr spannendes Feld und ich glaube, dass das Zukunft hat. Und zwar nicht nur für die Immobilie, sondern auch für ganz andere Ideen. Sind das dann alles Wertpapiere? Das wären dann alles Wertpapiere, also digitale Wertpapiere. Weil es dann ja für den freien Vermittler da sozusagen schon noch eine Hürde gibt. Der kann Wertpapiere nicht verkaufen. Naja, das macht er bei uns auch über eine Wertpapierwirtschaft. Dann kann er das schon. Okay. Wir sind ja die Vermittlungsplattform. Ja. Das heißt, er ist außerhalb der Vermittlungskette und könnte über eine Wertpapierwirtschaft. Das läuft ja mit anderen Wertpapieren auch. Es gibt ja durchaus Haftungsdächer, das übernehmen ja, für Anbieter und dann Anleihen gezeichnet werden können über elektronische Zeichnungsstrecken. Das macht er dann eben mit dem Kunden ja, und ist da selber nicht der Vermittler halt. Ja. Aber man muss natürlich aufpassen, weil das ist natürlich nicht gewollt von der BaFin, ja, dass man da ganz klare Richtlinien hat, was darf ich da eigentlich sagen, was darf ich nicht sagen oder was darf ich da machen und nicht machen. Ja. Also da kann man dem Vertrieb auch nur sagen, also muss er ganz genau aufpassen, was er da tut. Ja. Sonst bewegt er sich plötzlich außerhalb des Regulierungsrahmens, das ist nicht gut. Aber die Zulassung und die. Und entscheiden muss sich der Vermittler ja schon, nicht? Oder kann er ein 34F-Vermittler einerseits hier AIF von BVT vermitteln und gleichzeitig unter dem Haftungsdach Wertpapier? Nein, das muss er immer über das Haftungsdach machen. Dann muss alle Finanzinstrumente über das Haftungsdach machen, dem angeschlossen ist. Es bieten aber auch nicht alle Haftungsdächer an, diese Vehikel zu verkaufen. Ja, also die wenigsten Haftungsdächer, obwohl die Möglichkeit ja da wäre, das wäre ja einer der Vorteile, zum Beispiel Aktien zu machen oder so, ne, machen das nicht. Ja. Oder Anleihen und ähnliche Dinge. Ja. Da sind aber in dieser Problematik, die wir vorhin schon hatten, weil da habe ich eben Prüfungspflichten, die ich erfüllen muss, die dann schwer zu beantworten sind, Bonität und so weiter, das haben wir vorhin ja mal besprochen, das macht es dann nicht ganz so einfach. Ja. Also eigentlich wird es auf ein Level gehoben, dass der Kunde selber die Entscheidung trifft und auch das Order umsetzt. Okay. Ich hatte die Order nur umsetzt. Okay, ich hatte eben eigentlich auch nur angesetzt, dass das sehr in die Zukunft gerichtet ist, weil jetzt nochmal eine Frage kommt, die aus der Vergangenheit stammt. Und weit aus der Vergangenheit offenbar, oder in die Vergangenheit zurückreicht, ist ein Anleger offenbar, ein Leser, Klaus Peter, sagt er, heißt er, aus Dortmund. Und der ist offenbar mit einer Schiffsbeteiligung hat er Probleme bekommen, wie das ja mit vielen Schiffsbeteiligungen der Fall ist, hat er gezeichnet vor vielen Jahren, hat auch sehr ausführlich geschrieben, kann ich auch nicht alles vorlesen, hat Tonnagesteuer natürlich versprochen bekommen und wahrscheinlich hat der Vermittler, so wird es hier zumindest geschildert, ihm auch das Fest zugesagt, dass das so kommen würde, so kam es natürlich nicht. Und am Ende ist der Fonds offenbar dann in die Insolvenz gefahren und er wurde sogar noch zur Zurückzahlung von Ausschüttungen herangezogen, also sehr unerfreulich für den Anleger. Und letztendlich fragt er, wer schützt ihn sozusagen davor, wenn ich das mal übersetzen darf, was hier geschrieben ist, ist aber natürlich auch eine Frage aus der Zeit, vor 2013. Trotzdem muss man sich ja mal mit dem Thema beschäftigen. Was sagen Sie eigentlich solchen Anlegern, die schon mal mit früheren, mit älteren Fonds Probleme bekommen haben? Das ist immer so, dieses Ergebnis, was da jetzt produziert worden ist. Ja? Das ist implizit in jedem dieser Produkte in der unternehmerischen Beteiligung drin. Ja? Das heißt, das Risiko, was da ist, kann sich realisieren, um das mal sehr platt zu sagen. Die Frage ist immer, hat der Vermittler ihn darauf hingewiesen? Also ich vermute, das wird ein Kombimodell gewesen sein. Ja? Der wird sozusagen aus den Steuervorteilen vorne dann in die Tonnagesteuer kommen sollen und dann hat er noch den Unterschiedsbetrag zu versteuern. Ja? Das sind natürlich auch steuerliche Gesetzgebungen, die während der Laufzeit dieser Fonds eingetreten sind. Ja? Also die waren gar nicht bekannt vorher, die hätte ich gar nicht prospektieren können, weil das Finanzamt seine Verwaltungspraxis an der Stelle einfach geändert hat. Ja? Das ist dann sehr schwierig, einfach zu sagen, das hättest du wissen können. Dann,
das ist so ein bisschen dieses, ich sage mal, es gibt dieses Kometenrisiko. Ja? Wenn ein Komet hier auf die Erde fällt, da haben wir alle nichts zu lachen, weil wir nicht mehr da sind. Ja? Also das kann man nicht verhindern. Aber ich kann nur noch mal sagen, der Vertrieb muss mit dem Kunden, was die Risiken angeht, fair umgehen. Ja? Also ich kann ihm das nicht als Sparbuch verkaufen und sagen, das ist eine todsichere Geschichte und das ist auch noch Steuervorteil und weiß was ich. Wenn das so gelaufen ist, dann wird der Vertrieb da auch zu Recht herbeigezogen. Ja? Wenn solche Beratungen so laufen, dann hat der Kunde auch das Recht darauf, dort zu klagen, finde ich. Also ist in dem Fall offenbar nicht erfolgreich gewesen. Ja gut, dann ist die Beratung vielleicht auch nicht so gelaufen, wie er sie beschildert, ja, oder wie er sie dann schildert. Ja? Das unternehmerische Risiko, also es gibt Dinge, die kann ich nicht wegprüfen. Ich kann Betrug nicht wegprüfen, ich kann das eigentliche unternehmerische Risiko und das Marktrisiko nicht wegprüfen. Das ist da drin, du musst dem Kunden sagen, und wenn sich das realisiert, dann hat er auch tatsächlich einen Totalverlust. Übrigens auch bei anderen Produkten. Also es gibt ja nicht nur geschlossene Fonds, die zu Nullergebnissen oder mehr geführt haben. Ja. Ich glaube, was ganz wichtig ist, unabhängig von einem da ist ein Schicksal, ist, dass man auch als Emittent auch noch da ist, wenn es mal Schwierigkeiten gibt. Ich glaube, das unterscheidet auch die Guten von den Schlechten, also sich wegzuducken, wenn es mal kritisch wird. Das ist zwar einfach, aber das ist nicht die Aufgabe von Emissionshäusern und auch nicht von Vertrieben, sondern genau in diesen Situationen, wo es eben schwierig wird, da zu sein, Fragen zu beantworten, ehrlich zu sein, geradeaus zu sein und den Anleger in gewisser Sinne an die Hand zu nehmen und ihm eben auch die Dinge zu erklären. Und da auch als Emissionshaus muss man auch den Vertrieb unterstützen, da muss man dann an der Stelle sehr eng zusammenarbeiten aus unserer Sicht und muss eben auch die Informationen, die nötig sind, die Transparenz, die nötig ist, eben auch zur Verfügung stellen, damit man in diesen Zeiten trotzdem sich gut beraten fühlt. Und zwar auch im Nachgang gut beraten. Also bei Schiffsbeteiligung haben wir das ja gemacht, wir haben Veranstaltungen gemacht, haben vor über 200 Kunden, werde ich nicht vergessen, haben das ISL mitgenommen, das ist ja sozusagen der Marktbeurteiler gewesen in der Zeit, ja, und haben denen unsere Prüfungen vorgestellt und haben denen einfach die Frage gestellt, an dieser Stelle hier jetzt, wie hätten Sie denn entschieden, gutes Produkt oder schlechtes Produkt, ja. Und dann sind die Kunden alle so gewesen, dass sie gesagt haben, im Moment zwei Wertgutachten, Marktgutachten, Tendenz im Markt und so weiter, ja, hätte ich auch angenommen, ist ein gutes Produkt. Hat sich halt anders entwickelt, ja, ist schlecht. So, und dafür kann ich nicht schützen. Ich kann vor dem unternehmerischen Risiko, das in einer unternehmerischen Beteiligung steckt, nicht schützen. Das tut mir leid. Was ich machen kann, ist, dass ich den Kunden nicht überallokiere. Ja? Dass ich irgendwie sage, du hast 200.000 Euro und ich packe es jetzt mal in irgend so ein Schiff rein. Ja? Das kann ich machen, weil wenn das ein bedingtes, wir haben bei den Vermittlern, die nur einen Anteil, also wir reden da von 25%, vielleicht bei 100.000 Anlage, die die in Sachwerte und dann noch diversifiziert gepackt haben, die haben kein Problem, weil die Börsen sind so gut gelaufen, die anderen Assets sind so gut gelaufen, dass der Kunde insgesamt eben kein negatives Ergebnis hat. Und ich habe immer nur da Schwierigkeiten, wo der Kunde wirklich singulär, kopflastig in bestimmte Produkte investiert. Also ich will, das gilt für alle nicht wieder passieren, ja, oder für alle Anlagestrategien. Ja. Also ich will nicht behaupten, dass das nicht wieder passieren kann, aber wir müssen auch den Anlegern und den Zuschauern kurz berichten, was sich denn seit der Zeit getan hat. Weil es ist ja nicht so, das wird ja, weiß ich nicht, Anfang der 2000er gewesen sein. Wir haben umfangreiche Regulierungen erlebt im Markt, die geschlossenen Fonds, wie es damals gab, gibt es in der Form nicht mehr, dass man sie neu kaufen kann. Wir haben heute die AIFs, die alternativen Investmentfonds. Wir haben seit 2015 Kleinanlegerschutzgesetz, dürfte auch jeder gehört haben, umfangreiche Regulierungsmaßnahmen, die auch die Vermögensanlagen betreffen. Wir haben in Zeiten von MiFID, die Zuschauer werden das nicht immer alles schon wissen, was dahinter steckt, aber es geht ja hier um Anleger, klare Vorgaben, was die Zielmarktbestimmung betrifft, also dass auch genau geschaut wird, was sagt dieses Produkt aus, wo investiert dieses Produkt, passt es zu dem Kunden. Genau damit diese Dinge möglichst nicht wieder passieren. Das bleiben wir unternehmerische Beteiligung, da schließe ich mich wieder mal meinen Vorredner an, das können wir nicht wegdiskutieren, aber die Botschaft, die auch Mut machen soll, sich weiter mit diesen Assetklassen, mit diesen Verpackungen zu beschäftigen, ist, dass dort umfangreich reguliert wurde, um halt potenziellen Schaden von Anlegern wegzunehmen. Wir müssen nur aufpassen, dass wir nicht irgendwann an einen Punkt kommen, dass der Anleger komplett entmündigt wird. Also der soll schon selber noch entscheiden dürfen, was er mit seinem Geld macht. Das ist richtig, da bin ich
völlig bei Ihnen. Wir haben ja auch ein ausgiebiges Risikomanagement in den Kapitalverwaltungsgesellschaften. Wir haben Interessenkonfliktrichtlinien, sodass da an der Stelle auch neutral geschaut wird auf die Entwicklung des Marktes zum Beispiel und auch auf das Produkt. Und wenn von der Risikoseite erkannt wird, dass es Schwierigkeiten gibt, wird man heute sehr viel eher gegensteuern. Und vielleicht nicht das laufen lassen oder weil man, ich sag mal, selber ein Interesse daran hat, dass man so ein Produkt weiterführt, wird das Verlustrisiko, glaube ich, an der Stelle minimiert, weil man dann vielleicht eher die Entscheidung trifft, das Produkt zu veräußern, um das Verlustrisiko an der Stelle auch zu minimieren. Also da haben wir ein umfangreiches Instrumentarium heute an Hand. Hundeverwahrstelle kommt noch dazu. Vielleicht noch ein Punkt hier, das ist auch heute mal in der Schütz vor allem. Wir haben viele Fonds, die in der Vergangenheit in Probleme geraten waren. Es gab Vermietungsprobleme, die Standorte haben sich nicht entsprechend entwickelt. Und wir als Asset Manager haben wirklich viel und hart daran gearbeitet, diese Fonds auch wieder zu stabilisieren. Teilweise hat eine Schweizer Frankenfinanzierung drin und. Und wir sind jetzt in der Immobilienphase, wo wir als Asset Manager bei unseren Fonds tatsächlich den Anlegern empfehlen, diese Fonds jetzt zu liquidieren, den Markt mitzunehmen. Und dann kommt genau die Reaktion, jetzt läuft's doch. Warum soll ich jetzt verkaufen? Natürlich ist es richtig, dass die Anleger momentan wenig Anlagealternativen haben. Wir bieten welche. Ich glaube, hier im Raum, wir haben alle aktuelle Produkte. Also es gibt schon eine attraktive Auswahl an Produkten. Und es macht absolut Sinn, sich eben wirklich jetzt auch mal der Empfehlung eines professionellen Asset Managers mal anzuschließen und dann auch mal mit den Mitgesellschaftern eben einen solchen Verkauf zuzustimmen. Weil wenn die Immobilien Situation sich wieder verändert, wenn die Märkte wieder schwieriger werden in der Vermietung, dann kommen natürlich Objekte, die früher mal Probleme hatten, auch sind die ersten, die wieder in Probleme geraten. Das muss man auch mal ganz klar sagen. Das ist also eine Verantwortung, die bei uns liegt, als Initiator, Fonds wirklich professionell zu managen, aber es ist eben auch von einem interessierten, intelligenten Investor, der unternehmerisch denkt, und das sind unsere Kunden, die wir haben in diesen Beteiligungen, auch die Notwendigkeit, hier die Verantwortung zu nehmen, auch mal zu sagen, jetzt läuft es wieder super, jetzt bleiben wir doch drin, sondern auch zu sagen, Mensch, wenn die uns das empfehlen, wird es einen Grund haben. Und Sie haben es gerade so schön gesagt, es gibt natürlich Initiatoren, die wollen Fonds nicht liquidieren, weil man schön von der Asset Management viel lebt. Aber wir erleben im Moment die Situation, dass wir tatsächlich Empfehlungen abgeben und die Fonds nicht liquidiert werden, weil keine Mehrheiten zustande kommen. Auch das muss man einfach mal fairerweise hier dokumentieren. Okay, wobei, also ich bin ja hier nur der Fragesteller eigentlich, aber vorher habe ich die Schifffahrtsbranche war ja nicht unseriös. Sondern die, ich weiß jetzt nicht, um welchen Fonds es hier geht, da gab es sicherlich auch schwarze Schafe, aber eigentlich waren die Schifffahrt, gerade die Schiffsinitiatoren, ja zum allergrößten Teil sehr professionelle Manager. Was in diesem Fall schiefgelaufen ist, ist ja offenbar hauptsächlich der Vertrieb. Nicht, was der Vermittler dem Anleger erzählt hat, als Altersvorsorge und so weiter. Das ist, glaube ich, heutzutage auch eher der größere Unterschied, dass sich auch im Vertrieb sehr viel getan hat. Der Vertrieb eben auch reguliert ist, Vorschriften einhalten muss. Ja klar, aber das Asset dann nicht deshalb funktioniert, weil der Asset Manager, also die Reedereien per se unseriös oder schlecht gearbeitet hätten. Veränderungen bei beidem, bei den Emissionshäusern oder auch beim Vertrieb. Also wir haben jetzt viel darüber gesprochen, dass die Qualität der Emissionshäuser, der Produkte stark zugenommen hat durch die Regulierung. Aber genauso ist es ja im Grunde beim Vertrieb auch. Also diese Erwartungshaltung, die Problematik, dass vielleicht dem Kunden hier am Anfang nicht ganz klar war, was für Risiken sind damit verbunden und damit kein Einverständnis in der Erwartungshaltung zwischen Vertriebler und Kunde da war. Das ist ja heute ganz klar, muss ja dokumentiert werden und eben belegt. Das heißt, diese Problematik wird es ja so in der Zukunft dann gar nicht mehr geben. Ich finde den Umgang sehr interessant. Wir haben in diesem Rahmen dieser Veranstaltung Anleger gehabt, da habe ich die mal gefragt, wer Procon hat. In dem Raum saßen 60% der Leute, hatten sie Procon gezeichnet. Ja. Hatte überhaupt nichts mit Vertrieb zu tun. Ja. Ging ja nicht über den Vertrieb, ging direkt. Dieses Investment mit diesem Ergebnis hat ja sowas von in Schutz genommen, dann im persönlichen Gespräch, das glaubt man gar nicht. Ja. Also deswegen frage ich mich immer nach Ursache und Wirkung. Wenn ich mir heute Klageschriften angucke, sind die alle identisch. Ja. Verharmlosung der Risiken, wollte er für die Altersvorsorge haben, hat ihm das als sichere Anlage empfohlen.
Der eine Kunde heißt Müller, der andere heißt Meier. Witzigerweise haben die alle die gleiche Beratung gekriegt. Ja. Also deswegen frage ich mich immer, kommt es eigentlich wirklich von der Vertriebsseite, so wie Sie sagen, oder kommt es vielleicht von den Anwälten, die dann den Kunden sagen, könnte es nicht so gewesen sein. Ja? Also da mache ich schon mal auf jeden Fall ein Fragezeichen dran. Und wenn die Prozesse geführt werden, dann würden, wenn es so wäre, würden deutlich mehr Prozesse gewonnen werden. Und das werden sie eben. Ja, also es ist für alle nur anstrengend, es belastet die Gerichte, ja, und das Ergebnis ist für den Anleger genauso schlecht wie für den Vertrieb. Ich glaube, die gesetzlichen Rahmenbedingungen sind so, dass jeder Unternehmer, jeder Investor heute auch weiß, jeder Anleger, dass er eine unternehmerische Beteiligung eingeht. Und die letzten 10, 15 Jahre haben auch viele Dinge gezeigt, die keiner vorhersehen wollte. Unabhängig davon, ob der Vertrieb immer zu 100% richtig gearbeitet hat, unabhängig davon, ob die Prospekte immer richtig waren. Wir hatten eine Weltwirtschaftskrise 2008, 2009. Wir hatten eine Lehman-Pleite, die keiner vorhergesehen hat. Vielleicht haben wir nächstes Jahr einen deutschlandweiten Mietendeckel für Büroimmobilien bei 3 Euro den Quadratmeter. Das sind Dinge, die wir alle nicht vorhersehen können und die jedes Investment, egal wie gut beraten wurde, egal wie gut der Asset Manager arbeitet, betreffen kann. Und übrigens nicht nur AIFs und Vermögensanlagen, das trifft auch offene Fonds und Anleihen anderer Unternehmen. Aber das ist das Schöne bzw. das Nötige und deshalb auch das Schöne heutzutage, dass jeder Anleger darüber sich im Klaren wird bzw. darüber informiert wird. Und das war vielleicht in den Jahren noch nicht der Fall. Und nochmal zu dem Produkt. Da möchte ich an das anknüpfen, was hier gesagt wurde. Gerade bei der Schifffahrt kann man sich schon Gedanken machen, hätte der Emittent nicht eher eingreifen können, die Schiffe verkaufen können in Marktphasen, die noch so waren und nicht so, ja, und damit dann aktiv das managen können und damit den Schaden auch kleiner halten können. Ja. Weil die Schiffe sind ja heute alle verkauft. Die sind ja nicht irgendwie abgesoffen, ja. Die fahren ja alle, nur zu anderen Bedingungen bei anderen Leuten, ja. Ich glaube, die Frage war ja auch eigentlich, was können wir dafür tun, um vor solchen Sachen zu schützen? Und da bin ich ganz bei Helmut. Also wir können lernen. Und in der Vergangenheit mussten alle lernen. Die Investoren mussten lernen, was sie da tatsächlich tun, weil es war kein Schiffssparbuch, sondern es war eine unternehmerische Beteiligung. Und da widerspreche ich, ich glaube, die Kunden wussten nicht, dass es eine unternehmerische Beteiligung ist. Ich bin auch überzeugt, dass der Vertriebspartner lernen musste, tatsächlich hier vollumfänglich über Risiken aufzuklären. Da können solche Regularien helfen. Ich bin aber überzeugt, dass wir Anbieter lernen müssen, weil die Chance-Risiko-Verteilung damals bei diesen klassischen Schiffs-KGs waren schon sehr zulasten der Investoren. Also wenn tatsächlich etwas schief geht, dann konnte die Berederung weiter vonstatten gehen, aber tatsächlich das Kommanditkapital hat darunter leiden müssen. Und da, glaube ich, sind wir alle gut beraten, vielleicht auch mal unsere Konzepte zu überdenken, uns einfach mit den Vermittlern, mit den Kunden auf eine Seite zu stellen, durch aktives Management zum Beispiel. Also ich bin überzeugt, dass sich sowas nicht wiederholen wird, nicht wiederholen kann in der Schärfe. Und insofern, gut, ist das immer noch keine Garantie. Ich glaube, die beste Garantie, um vor sowas zu schützen, ist eine vollumfängliche gute Beratung und breite Vermittlungsaufstellung. Ich weiß nicht, ob das ein Vermittler oder ein Kunde ist, der das haben wir Schutz. Ich muss ganz klar sagen, an Anlehnung an Verwahrstelle und Beobachtung und Risikomanagement, dass ja alles vorgeschrieben ist, heute würde wesentlich eher angegriffen werden. Ja. Und das ist so, bis zum Wohle des Kunden. Man muss ja einfach sagen, ein Asset ist ja vorhanden. Und solange ich da einen Wert habe, habe ich auch eine Chance. Ja. Nur wenn ich das natürlich durchlaufen lasse, weil, wie gesagt, wollte auch die Gebühren einnehmen und dann schauen wir mal und so, ja. Dann läuft es halt schlecht, ja. Aber das würde heute nicht passieren. Das ist nicht möglich mit einer Verwahrstelle. Wobei eine Verwahrstelle ja auch jetzt nicht die Funktion übernimmt, Verkauf vorzuschreiben. Ja, eben, genau. Also damit hat die Verwahrstelle jetzt erstmal nichts zu tun. Ich glaube, das ist auch vielleicht. Haut man auch gerne auf Schiffsfonds rum, aber grundsätzlich ist ja mal die Aussage richtig, wenn das unterliegende Asset, wenn der unterliegende, darunterliegende Sachwert nicht funktioniert, dann kann auch der Fonds nicht funktionieren. Also wenn ich eine Projektentwicklung habe und der Generalübernehmer geht pleite, dann habe ich da auch ein Problem. Wenn ich ein Darlehen habe und das dazugehörige Asset funktioniert nicht, habe ich auch da ein Problem. Also insofern, da komme ich wieder zurück zu meiner Aussage von vorhin, wichtig ist, dass die guten Anbieter, und ich glaube, dazu zählen wir uns alle hier in diesem Raum, dass die guten Anbieter es verstehen, nicht nur vernünftig anzukaufen, die Assets, und vernünftig zu strukturieren, sondern auch während der Laufzeit eine vernünftige Betreuung zu bieten und auch im Asset Management
was die Immobilie angeht, als auch im After-Sales-Management eben gute Arbeit zu leisten. Und wenn das funktioniert, dann bekommt man auch das Vertrauen von dem Kunden, ein Folgeprodukt zu zeichnen, selbst wenn vielleicht das vorherige Produkt nicht so gelaufen ist. Und das macht doch eine langfristige, vertrauensvolle Kundenbeziehung aus. Okay, Herr Weber, Sie gucken gerade so, als hätten Sie... Ja, die Erfahrung ist schon eine andere, möchte ich schon anflechten. Alle, die jetzt betroffen sind, nehmen wir mal für den Ernst, weil es so breit trägt, so breit streut. Ja. Da sitzen die Kunden wirklich und sagen, ich zeichne nichts Neues, bis du mir nicht sagst, was aus dem wird, was ich hier verliere. Ja. Also es bremst den Markt schon. Also das Ziel muss schon sein, irgendwie leistungsfähige Produkte zu bringen, die funktionieren. Und zumindest keine Totalverluste. Das ist jetzt Betrug. Ne? Deswegen, ne? Genau. Aber wie gesagt, es bremst trotzdem ein. Ja. Also es ist nicht ganz so leicht. Wenn der Kunde Geld verliert, dann verliert in der Regel der Vermittler den Kunden. Ja. So. Aber auch hier gibt es ganz spannendes Thema, ist mir mehrfach geschildert worden. Das haben Vermittler, zum Beispiel P&R, schon lange nicht mehr angeboten. Die Kunden haben es trotzdem weiter gekauft. Ja, also auch da muss man sagen, es ist nicht immer und ausschließlich nur der Vertrieb, sondern viele Themen sind eben einfach auch dann, sind zu einem Selbstläufer geworden, haben eine eigene Dynamik entwickelt und die Auswirkungen sind dann eben umso fataler. Ja? Also eigentlich haben wir ein gutes Signal, dass Vertrieb angeht, wenn wir jetzt in die Neuregulierung der Vermögensanlagen gehen, die keinen Selbstvertrieb mehr, sondern nur noch über qualifizierte Vertriebspartner, ist ja eigentlich ein gutes Signal, ja, dass die BaFin, also die Aufsicht selber und die Verbraucherschutzstellen davon ausgehen, dass diese Regulierung so handfest ist, dass das vernünftig läuft und vernünftiger, als wenn der Anbieter selber nichts tun würde. Und das ist doch gut. Ja? Und das ist das Feld, in dem sich der Vertrieb bewegt. Und ich glaube, was er lernen muss, ist das zu verkaufen. Ja? Also auch, dass die Produkte besser geworden sind, dass die Aufsicht darüber besser geworden ist und so weiter und so fort. Nehmen wir mal einen Immobilienfonds. Ich kann nicht mehr 100% finanzieren. Ja? Ich habe die Begrenzung da drin. Damit ist das Risiko, was Sie sagen, das Darlehen wird zur Gefahr ja schon mal deutlich gemildert. Ja? Solche Dinge helfen ja alle. Aber das muss halt, glaube ich, geschult werden und es muss auch zum Kunden gebracht werden, ja? Damit er da wieder Vertrauen fasst. Okay, ich glaube, das war ein gutes Schlusswort. Der Kunde wieder Vertrauen fasst. Und was ich heute gelernt habe, ist vor allen Dingen, dass Regulierung auch positiv zu sehen ist, unter Umständen, zumindest auch von Ihnen, zum größeren Teil jedenfalls positiv gesehen wird, wie wir heute Morgen gesprochen haben. Und dass vor allen Dingen Regulierung nicht nur lästig ist, sondern den Vermittler vor allen Dingen auch, also auch den Vermittler schützt. Das ist vielleicht eine Botschaft, die man dann aus dieser Runde auch mitnehmen kann. Wir bedanken uns für die Aufmerksamkeit und wünschen noch einen schönen Tag.